Im Trainingslager im südspanischen Alhaur in El Grande hat Markus Kauczynski mit seinem Team einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wichtige Eindrücke sammelte St. Paulis Coach auch beim Test gegen den chinesischen Erstligisten Quan Lian. Nach der Rückkehr aus Andalusien stehen bei den Kiezkickern nun Feinschliff und Spritzigkeit auf dem Programm. Das spielerische Element und die Kompaktheit hatten in der Vorbereitung in Spanien im Vordergrund gestanden. Dazu Kauczynski. Im Trainingslager haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht und sind enger zusammenkommen bei dem, wie wir Fußball spielen wollen. Jeder weiß, in welche Richtung es geht. Wichtige Eindrücke vermittelte dem Trainer auch das abschließende Testspiel gegen Quan Lian, das Aziz Buhaduz mit seinem Treffer zum 1:0 entschied. Zwar fehlte dabei in Lasse Subic, Sprunggelenksverletzung, und Christopher Avivor, Nasennebenhöhlenentzündung, das etatmäßige Innenverteidiger Duo, auf Ersatzmann Clemens Schopenhauer, Kauczynski. Er hat sich gesteigert, war dafür Verlass. Als ein Herausheben eines Einzelnen, wollte der Coach dieses Lob aber nicht verstanden wissen, denn die Frage zu möglichen Gewinnern des Trainingslagers, beantwortet Kauczynski auf der Website der Hamburger wie folgt. Alle. Es wäre nicht richtig, einen Spieler herauszuheben, dort alle haben sehr gut zugehört und versucht, Dinge umzusetzen. Anführungszeichen umzusetzen gilt es in der zweiten Phase der Vorbereitung nun weitere Inhalte wie Feinschliff und Spritzigkeit. Wir müssen jetzt dahin kommen, dass sich eine erste Elf herauskristallisiert, die sich einspielt. An 3, 4 Stellen wird es eng. An manchen ist es vielleicht klarer. Viel Konkurrenz gibt es im zentralen Mittelfeld. Dort steht Christopher Buchtmann, Schambeinentzündung, zwar nicht zur Verfügung, aber neben Bernd Nerich und Johannes Flum haben der wiedererstarkte Jeremy Duziak und auch Richard Neudecker den Kampf um die Plätze neu entfacht.